Ahoi, mein Name ist Kurt, willkommen auf meinem Kanal. Ich bin ziemlich aufgeregt, denn heute habe ich ein richtig, richtig cooles Projekt für dich. Ich muss sagen, dass ich auch ziemlich stolz auf das Ergebnis bin. Und das kommt nicht oft vor. Und zwar basteln wir aus dieser Black Panther Actionfigur einen neuen Tabletop-Fantasy-Charakter. Ich habe Black Panther zunächst vorsichtig von seiner Plattform befreit, damit ich ihn später auf eine neue kleben kann. Dafür habe ich wieder zwei zusammengeklebte Holzscheiben genommen. Mit einem Feuerzeug erwärmte ich dann seine Beine und drückte sie etwas näher zusammen, damit sie auf die Holzscheibe passen. Und wenn dir meine Arbeit gefällt und du meinen Kanal unterstützen möchtest, kannst du mir sehr gerne ein Abo hinterlassen. Und wenn du diesem Video einen Daumen nach oben gibst, hilft mir das auch schon enorm weiter. Vielen Dank für deinen Support. Weiter geht's mit dem Video. Nachdem ich seine Beine auf unmenschliche Art und Weise verformte, konnte ich ihn mit Heißkleber auf seiner neuen Plattform befestigen. Und ich habe es wieder geschafft, meinen Kopf in die Kamera zu halten und dir die Sicht zu versperren. Das kommt in diesem Video zum Glück nicht häufig vor. Ich wartete, bis der Heißkleber kalt war und schnappte mir dann Green Stuff. Das ist eine Zwei-Komponenten-Modelliermasse, die nach ca. 24 Stunden komplett ausgehärtet ist. Und man kann sie wunderbar formen und sogar mit etwas Wasser geschmeidig machen. Nachdem man die Knetmasse gut vermischt hat, kann man sie auch schon verwenden. Ich begann damit, der Figur neue Beine zu verpassen. Somit sorgte ich auch gleichzeitig für mehr Stabilität. Mit ganz billigen Modellierwerkzeugen verpasste ich der Modelliermasse pilzähnliche, natürlich aussehende Details. Das bildete ich mir zumindest ein. Mit meinem Bastelmesser konnte ich noch weitere Details hinzufügen. Das Messer wird mir in diesem Video noch eine sehr große Hilfe sein. Ich formte kleine Würmchen aus der Modelliermasse und verteilte sie auf der gesamten Oberfläche. Das Ganze sollte ja schön organisch und pilzig aussehen. Mit einer flachen Pinzette konnte ich dann kleine feine Pilze, die an der Oberfläche wachsen, andeuten. Sozusagen kleine Baumpilze. Ich legte Black Panther dann erst einmal zur Seite und ließ alles über Nacht aushärten. Am nächsten Morgen entfernte ich etwas Material vom Kopf und gab etwas Heißkleber auf die Kopfhaut, um den Kopf länger aussehen zu lassen. Ich befestigte dann eine kleine Holzscheibe am Kopf und sorgte dafür, dass die Unterseite gut mit der Figur verbunden ist. Der Unterseite verpasste ich dann die typischen Pilzlamellen. Ich hoffe doch, dass man das gut erkennen kann. Dieser Charakter hat drei Augen, bestehend aus Edelsteinen. Ich drückte sie einfach in das Material und mit kleinen Greenstuff-Würmchen verkleidete ich den Übergang. Ich hob die Details an der Unterseite nach etwas Trockenzeit noch stärker hervor und vergrößerte die Oberfläche. Am nächsten Morgen klatschte ich etwas Heißkleber auf den Kopf und sorgte somit für die pilztypische Form. Ich entfernte seine kleinen Fingerchen und befestigte dann mit Heißkleber kleine Krallen, die ich am Vorabend vorbereitete. Ich ließ sie aushärten, damit ich sie einfacher verarbeiten konnte und sie sich nicht verformen.
verkleidete die Oberfläche des Kopfes mit einer dünnen Schicht Greenstuff und drückte wieder Edelsteinchen ins Material. Denn an diesem Punkt sah die Figur für mich zu, naja, gruselig aus und es fehlte einfach der Fantasy-Aspekt. Und da gehen Edelsteine ja immer. Auch hier verkleidete ich den Übergang von Kopf zu Edelsteinchen mit etwas Greenstuff. Ich verpasste den Unterarmen dann selbstverständlich noch etwas Struktur und verkleidete den sichtbaren Heißkleber in den Handinnenflächen. Auch den Übergang von Hand zu Kralle verkleidete ich. Außerdem befestigte ich noch weitere Baumpilze. Am nächsten Morgen deckte ich die Edelsteinchen mit so einem wiederverwendbaren, Kit-ähnlichem Klebstoff ab. Dann konnte ich die Figur endlich mit weißem Mattlack lackieren. Ich wartete wieder etwas, bevor ich mit dem Bemalen startete, um mir nicht die Pinsel zu ruinieren. Um die feinen Details und Schatten hervorzuheben, verwendete ich wieder Holzbeize, gemischt mit etwas Wasser. Ich trug eine großzügige Menge von dieser Mischung auf und trocknete alles mit meinem Föhn. Leider muss ich wieder auf Acrylfarben zurückgreifen, aber wenn man sie mit etwas Wasser verdünnt, funktionieren selbst Acrylfarben relativ gut. Ich entschied mich für ein, naja, relativ einfaches Farbschema, lila und türkis. Nach und nach baute ich Farbschichten auf und sorgte dafür, dass die Farben an einigen Stellen intensiver leuchten. Das kann ja alles so wunderbar ungleichmäßig und natürlich aussehen. Ich verteilte Bastelkleber auf der Base und streute dann in den noch nassen Kleber etwas Moos. Dem Kopf verpasste ich ebenfalls etwas vom Bastelmoos, aber wirklich nur ganz dezent. Die Holzscheiben bemalte ich mit einer wirklich dicken Schicht schwarzer Acrylfarbe. Mit einem Silberlackstift hob ich die kleinen Baumpilze hervor. Silber gibt dem Ganzen nochmal einen etwas abgedrehteren Look. Und mein Alien-Edelstein-Pilzcharakter war somit fertig. Ich finde hier im Video, aufgrund der Kameraqualität, kommen die Details nicht so richtig rüber, aber in echt sieht er schon etwas besser aus. Ich bin ziemlich zufrieden mit dem Endergebnis und mir hat das Basteln mit Greenstuff echt eine Menge Spaß bereitet. Ich hoffe, du hattest auch Spaß beim Zuschauen und bist beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich würde mich freuen. Ich danke dir fürs Reinklicken. Wir sehen uns. Ahoi!